Hey, da ist die Josie und ich habe heute für dich einen Nähtipp mitgebracht. Und zwar nähe ich heute gerade ein Bikini-Höschen für eine Kundin. Und es schaut so aus und hat vorne und hinten so einen V-Ausschnitt. Und da möchte ich dir gerne zeigen, wie du das schön und sauber verarbeiten kannst. Weil, wenn das jetzt nicht richtig verarbeitet wird, nur so Ding, so halberts, sagt man bei uns, also nicht richtig schön, können da wirklich schlimme Dinge passieren. Zum Beispiel auch, dass der Stoff einfach einreißt, weil einfach zu viel Zug drauf kommt. Und das wäre natürlich sehr ärgerlich und schade. Und deswegen habe ich mir einfach gedacht, ich zeige dir meine Methode, wie ich das verarbeite. In der Regel wird es auch in der Badeindustrie so verarbeitet. Und ich denke mir, dass das ein sehr hilfreicher Tipp werden wird. Natürlich kannst du auch die Verarbeitung nicht nur bei den Hölzern jetzt verwenden, sondern du kannst genauso gut, wenn du jetzt einen Badeanzug zum Beispiel nähst mit einem V-Ausschnitt, kannst du die Verarbeitung genauso da auch einsetzen, oder wenn du auch irgendwelche Ecken einbaust, kannst du diese Verarbeitung genauso gut anwenden. Um den V-Ausschnitt schön zu verarbeiten, benötigen wir ein Eck, das genau auf den V-Ausschnitt drauf passt, und das steppen wir fest. Damit die Naht elastisch bleibt, verwende ich dafür keinen gewöhnlichen Steppstich, sondern einen Stich, der immer vor und zurück näht. Jetzt werden die Ecken der Nahtzugabe schräg abgeschnitten, einmal rechts und einmal links, damit, wenn das Eck hochgeklappt wird, die Nahtzugabe schön verdeckt ist. Und so sieht es dann aus. Im nächsten Schritt wird der Stoff eingeschnitten. Du schneidest so weit ein, bis knapp vor die Naht. Das Eck wird jetzt hochgeklappt und knappkantig abgesteppt. Damit auch diese Naht elastisch bleibt, kannst du einen kleinen Zickzackstich verwenden. So sieht es dann aus. Jetzt wird der Gummi aufgenäht, wie in meinem Fall ist es hier der Bund. Der Gummi beim V-Ausschnitt wird immer in zwei separaten Näharbeitsgängen aufgenäht. Ich mache es immer so, dass ich einmal von der Seitennaht bis zum V-Ausschnitt nähe, das wäre dann die linke Seite, und dann mache ich es auf der rechten Seite so, dass ich vom V-Ausschnitt bis zur Seitennaht den Gummi aufnähe. So, das war jetzt mal die erste Seite, wo der Gummi aufgenäht ist. Wie schon erwähnt, wird jetzt die zweite Hälfte mit dem Gummi besetzt. Dazu nähe ich direkt von der V-Spitze aus den Gummi auf. Du musst immer darauf achten, ich habe es jetzt hier mit einem Strich markiert. Der Strich ist genau direkt an der Mitte von dem V-Ausschnitt. Und du musst nur eben berechnen, dass man etwas Nahtzugabe braucht, also der Gummi muss etwas länger sein. Und dann kannst du einfach mit dem Zickzackstich den Gummi aufnehmen. Und hier siehst du ganz schön, wie vorne an der V-Spitze die Gummis überlappen. Im nächsten Schritt kann dann der überstehende Stoff noch knapp abgeschnitten werden. Und wenn man jetzt den Gummi nach innen klappt, sieht so unser V-Ausschnitt schön und sauber verarbeitet aus. Damit das Ganze noch einen professionelleren Look bekommt, habe ich den Gummi noch zusätzlich mit der Overlock versäubert und das Nahtende wird einfach mit der Nadel eingezogen. So, dann kann das Ganze mit dem Zickzackstich abgenäht werden. Dazu klappe ich jetzt den Gummi nach innen, stecke mir die Spitze mit einer Stecknadel fest, damit das genau in der richtigen Position liegen bleibt.
Wie bereits erwähnt, wird jetzt der Gummi mit einem Zickzackstich abgenäht. Das nähe ich immer eigentlich von der Innenseite ab, weil ich nehme dann immer die innere Kante als Führungslineal. Das ist so meine Position, wo ich dann meinen Zickzackstich führe. An der Spitze fahre ich dann langsamer durch oder drüber, weil da einfach wichtig ist, dass dann das Stichbild von außen dann schön ausschaut, weil an der Spitze ist oft mal ein bisschen schwierig, dass es dann schön ausschaut. Sobald man dann da drüber sein, kann man dann mit dem gewöhnlichen Tempo wieder weiternähen. Ja, und so schaut dann das gute Stück aus, einmal von außen und einmal die Innenansicht.